Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil des Kurses Grundlagen Literaturrecherche, PubMed und andere Quellen. Mein Name ist Hanna Ewald. Ich arbeite bei der Universitätsbibliothek Medizin und freue mich, dass Sie hier zum dritten Teil zugeschaltet haben. Wir haben bereits zwei Teile vorgestellt. Diese Teile des Tutorials können Sie sich auch noch ansehen. Im ersten Teil geht es einfach mal darum, wie man anfängt und dokumentiert Ziele in der Literaturrecherche, wie man eine Fragestellung mit dem PICO-Schema erstellt und die einfachen Boolschen Operatoren. Im zweiten Teil haben wir uns verschiedene Quellen genauer angeguckt, unter anderem auch Google Scholar und Sinaal. Und heute im dritten Teil geht es darum, sich die Freitextwortsuche auf PubMed etwas genauer anzusehen, zu lernen, was Präzision und Sensitivität sind. Und ich sage noch kurz was zum Critical Appraisal. Ja, PubMed. PubMed ist kurz für Public Access to Medline Database. Medline ist die wahrscheinlich umfangreichste medizinische Suchoberfläche, aber natürlich nicht die einzige. Es gab grundlegende Neugestaltungen im 2020. Das nennt sich jetzt The New PubMed. Steht immer noch einfach nur PubMed da, aber es hilft zu unterscheiden, ob man eine Suche auf dem neuen PubMed oder auf dem alten PubMed, dem Legacy PubMed, durchführt. Ich werde dann auch nachher nochmal live eine kleine Vorführung geben, wo ich auf ein paar der neuen Features eingehen werde. Der Herausgeber von PubMed ist die US National Library of Medicine. Und die sorgt auch dafür, dass es tägliche Updates gibt und jährlich gibt es sicherlich eine Million neue Nachweise. Ein wichtiger Punkt bei PubMed ist, dass es einem die Titles und die Abstracts, also die Titel und die kurzen Zusammenfassungen von Journal-Artikeln, wiedergibt. Das heißt, wir wissen, was gibt es alles, aber es werden nur nach den Metadaten dieser Artikel gesucht. Das heißt, der Volltext, das, was Sie sich nachher zum Beispiel als PDF runterladen können, der ist nicht in dieser Suche enthalten. Und deshalb ist es auch so wichtig zu verstehen, wie man die Suche am besten aufbaut, damit man einen Artikel finden kann. Zu dieser Unterscheidung Abstracts nicht finden, da sagen wir dann auch im Advanced-Kurs nochmal etwas mehr dazu. Hier ist eine Übersicht von ganz hilfreichen Links. Wir haben einmal den Zugang zu PubMed via der Universität Basel. Das ist hilfreich, wenn Sie sich Volltexte herunterladen möchten, dass PubMed gleich erkennt, dass Sie Teil der Uni sind. Dann gibt es sehr gute Tutorials von PubMed direkt, einmal auf der Homepage von der NLM oder einfach auch auf YouTube. Und natürlich sind Sie eingeladen, auch zu Schulungen an der UB Medizin zu kommen. Die sind alle kostenlos. Und ja, Sie müssen einfach schauen, ob das Richtige für Sie dabei ist. Und mittlerweile gibt es auch die gleichen Kurse auf Englisch am Tropeninstitut. Freie Textwortsuche. Was ist das eigentlich? Im Endeffekt geht es darum, dass wenn Sie einfach nur ein paar Worte auf PubMed eingeben, dann ist das eine, sagen wir mal, einfache Suchanfrage und PubMed nimmt diese einfache Suchanfrage, das nennt sich freie Textwortsuche, und setzt sie um. Das heißt, etwas passiert damit. Was genau passiert, zeige ich Ihnen nachher und beziehungsweise ich zeige es Ihnen nur, erklärt, wirklich in die Tiefe gegangen und das Verstehen, das machen wir dann im Advanced-Kurs. Aber grob gesagt, PubMed macht zwei Dinge. Das ist das Automatic Term Mapping. Das heißt, zum einen wird ein Abgleich gemacht mit der sogenannten Mesh-Datenbanken.
Das ist MESH, das sind die Medical Subject Headings, das ist ein indexiertes Standardvokabular, beziehungsweise es ist ein Standardvokabular, mit dem Artikel entsprechend ihres Inhalts indexiert werden in der Datenbank. Das erleichtert das Finden und es ist so ein bisschen unabhängig von der genauen Wortwahl oder der Rechtschreibung und ist nochmal on top auf der normalen Suche. Jedenfalls schaut PubMed, ob es den Begriff, den Sie eingegeben haben, ob es den bereits in dieser Datenbank gibt, in dieser Mesh-Datenbank gibt. Und wenn ja, dann wird ein entsprechender Mesh-Term Ihrer Suche hinzugefügt. Das Zweite, was gemacht wird von PubMed, ist, es wird geschaut, ob es verschiedene Schreibweisen gibt für das, was Sie eingegeben haben. Das kann dann einfach sein, zum Beispiel Singular- und Pluralformen, die ergänzt werden. American wird vielleicht mit British English noch ergänzt. Und zum Teil auch andere Varianten vom Wort. Und je nachdem, was Sie eingeben, wie viele Worte Sie eingeben, wird automatisch von PubMed auch noch der boolesche Operator AND eingegeben. Das ist alles, was Sie eingeben. Wenn Sie einfach nur Worte eingeben, dann werden diese mit AND kombiniert. So wird zum Beispiel Massage, wenn man Massage sucht, wird Massage, Massages, Massaged gesucht. Wenn man Exercise eingibt, wird Exercise, Exercises, Exercised, Exercising gesucht. Also Sie sehen eine gute Menge an Wortvarianten. Ja, und damit gehen wir zur Live-Vorführung über. Hier vielleicht nochmal die Sicht auf unsere Homepage von der UB Medizin. Wenn Sie hier herunterscrollen, haben Sie die Möglichkeit, einmal über den Direktlink PubMed zu gehen oder auch bei den elektronischen Ressourcen. Und wir sehen, hier erscheint dann auch dieser Hinweis, der uns zeigt, dass wir jetzt im Uni Basel, dass es als Uni Basel erkannt wird und das hilft Ihnen nachher für die Anzeige der Volltextlinks. Ja, das ist die Startseite von PubMed und hier können wir eigentlich auch schon direkt etwas eingeben. Schauen wir mal, Neck Pain, Massage und Exercise, weil Sie jetzt zum Beispiel aufgrund der Corona-Krise vermehrt im Homeoffice sind, der Stuhl ist nicht so ideal, die Tischhöhe passt nicht. Und Sie haben jetzt Nackenschmerzen und dann überlegen Sie sich, wollen Sie Ihren Partner dazu bringen, Sie zu massieren oder lieber eine Kraftübung machen. Und um diese Frage zu beantworten, könnte man dann einfach sowas bei PubMed eingeben. Und schauen wir mal, was passiert. Jetzt hat diese Suche 102 Treffer ergeben. Und das ist die Resultate-Seite. Sie sehen jetzt hier, der erste Artikel, der mir oben angezeigt wird, ist aus dem Jahr 2017. Warum ist das so? Tatsächlich macht PubMed hier die Sortierung nach dem Best-Match-Prinzip. Das ist ein integrierter Algorithmus bei PubMed, der auf einer künstlichen Intelligenz beruht. Sicherlich geht es hier auch um Frequency von Ihren eingegebenen Begriffen. Sie sehen hier auch schon fett markiert Neck Pain. Also das heißt, die Maschine sieht, was Sie suchen und überlegt, was passt jetzt wirklich am besten zu Ihrer Suche. Wenn Sie mehr zu diesem Algorithmus erfahren wollen, das können Sie gerne googeln. Da gibt es tatsächlich auch ausführliche Erklärungen von NLM dazu. Sie können das grundsätzlich aber auch umstellen, wenn Sie das möchten. Hier bei den Display Options haben Sie die Möglichkeit, von Best Match umzustellen auf Most Recent oder nach dem Publikationsdatum zu sortieren.
Und Sie können auch die Ansicht wechseln von der Summary-Ansicht, wie wir sie jetzt hier haben, zur ausführlichen Abstract-Ansicht. Die Summary-Ansicht hat allerdings Vorteile. Es ist neben dem Titel ist auch ein kurzer Abschnitt vom Abstract sichtbar, und zwar sogenannte Abstract-Schnipsel. Diese Schnipsel basieren auch wieder auf dem Prinzip, was haben Sie gesucht und was könnte für Sie relevant sein. Zum Beispiel hier sieht man das ganz gut, da ist ein Satz und dann hat es Punkt, Punkt, Punkt und dann kommt ein anderer Satz und wieder Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, hier lässt PubMed gezielt Sachen aus, damit es Ihnen präsentieren kann, die Teile des Abstracts, die wahrscheinlich am ehesten zu Ihrer Suche passen. Und die vielleicht andeuten, das könnte für Sie relevant sein. So können Sie gut entscheiden, ist jetzt dieser Artikel potenziell relevant für die Beantwortung Ihrer wissenschaftlichen Frage oder nicht. Genau, dann haben wir hier links diverse Filter angezeigt. Das einfachste zum Einstellen der Zeit ist hier zum Beispiel diese schicke Zeitbarren. Da kann man ganz einfach die Zeit adjustieren. Und dann reduziert sich das hier zum Beispiel schon. Man hat auch die Möglichkeit, zum Beispiel nach Artikeltypen zu filtern. Zum Beispiel Systematic Reviews. Ich hatte das bereits im Teil 1 erwähnt, was das genau ist. Und dieser Filter reduziert zum Beispiel die Trefferzahl nochmal massiv, weil natürlich nicht so viele von den ganzen Artikeln, die es gibt, systematische Reviews sind. Und grundsätzlich hat es natürlich auch noch andere Filter, Additional Filters, die man hier auswählen könnte. Macht vielleicht nicht immer sehr viel Sinn, aber für eine einfache Suchanfrage ist es vielleicht schon hilfreich, das mit auszuwählen. Genau. Und wenn man das Ganze dann rückgängig machen möchte, mit einem Klick sind alle Filter wieder draußen. Dann klicke ich jetzt mal auf einen der Artikel. Und jetzt haben wir die Abstract-Ansicht. Das heißt, hier sind ganz ausführlich alle Informationen gegeben. Was jetzt beim neuen PubMed auch neu ist, ist diese Navigation. Früher musste man immer zurück zur Resultate-Seite gehen und jetzt kann man ganz einfach mit dieser Sidebar-Navigation sehen, was war denn der vorige und was ist der nächste Artikel, und auch hier wieder die Ansicht mit diesen Abstract-Schnipseln. Voilà. Und neben dem Abstract haben wir hier auch noch ein paar andere Informationen, zum Beispiel PMID, das steht für die PubMed-ID. Das ist eine individuelle Nummer, die jedem Artikel zugewiesen wird, damit man die eindeutig erkennen kann. Die Keywords zu dem Artikel, die ähnlich sind, similar articles, das ist auch noch sehr hilfreich. Cited by-Funktion, das ist jetzt auch recht neu, dass man sehen kann, von wem wurde denn dieses Paper hier zitiert. Und die Mesh-Terms, wie gesagt, da gehen wir näher drauf ein im Advanced-Kurs. Und auch hier wieder die Navigation nach links und rechts. Wenn Sie den Artikel teilen möchten, dann ist jetzt, das gab es zwar vorher auch, aber es war etwas mehr versteckt als jetzt. Hier haben wir den kurzen Link für diesen Artikel. Sie sehen auch hier wieder die PubMed-ID. Und so lässt sich das recht leicht mit Kollegen teilen. Natürlich auch Social Media. Und Sie können sich die Zitation auch mit einem Klick herunterladen in verschiedenen Formaten. Und so vielleicht notieren, auch ich hatte am Anfang erwähnt, dokumentieren Sie. Da hilft es vielleicht einfach, diese Zitation rauszukopieren oder den Link rauszukopieren.
Und hier sehen Sie jetzt, das ist dieser SFX-Link, den ich bereits erwähnt hatte. Wenn Sie jetzt einen Artikel besonders interessiert und Sie möchten sich den gerne ansehen, ich bin ja am Anfang über die Homepage der UB Medizin gegangen, da erschien dieser Teil vom Link und deshalb wird mir jetzt dieser SFX-Link angezeigt. Und mit dem kann ich grundsätzlich sehen, ob ein Volltext verfügbar ist. Gut, das sehe ich in diesem Fall jetzt auch hier bereits, dass ich über Elsevier den Volltextartikel bekomme. Aber sollte der Artikel nicht verfügbar sein, dann können Sie hier unten Order a copy of this article from Basel Medical Library. Können Sie draufklicken, Ihre Angaben eingeben und dann bekommen Sie recht schnell von uns die elektronische Version des Artikels zugesendet. Wenn Sie noch keinen Account haben, auch das können Sie kostenlos beantragen, zum Beispiel über die Homepage der Universitätsbibliothek. Jetzt gehe ich nochmal zurück auf die Resultate-Seite. Gehen wir mal davon aus, dass Sie sich diese Resultate hier angucken und sagen, ach ja, ich nehme jetzt einfach mal randomly ein paar Artikel, sagen wir mal dieser und dieser Artikel, die klingen spannend, die möchte ich gerne mir nachher nochmal genauer angucken. Beziehungsweise Sie gehen vielleicht alle 100 durch und können einfach, während Sie das machen, immer mehr anklicken. So, der klingt noch interessant und der. Dann können Sie am Ende diese Artikel auf verschiedene Weisen sich nochmal für später speichern. Das eine ist, Sie können es wirklich speichern. Hier ist jetzt die Selection angewählt. Sie können natürlich auch alle Resultate anwählen. Sie können sagen, in welchem Format möchte ich das. Die Summary ist das, wie Sie es jetzt sehen, PubMed, das sind die Metadaten, die PubMed-IDs können Sie sich speichern und andere und dann können Sie eine File erstellen, die Sie dann speichern für später. Sie können sich das Ganze aber auch per E-Mail zusenden, das sieht dann ziemlich genau so aus, wie Sie es hier sehen, mit Link aber auch wieder zurück nach PubMed. Und Sie können das Ganze auch in ein CTIA-Programm, in ein Literaturverwaltungsprogramm senden, zum Beispiel EndNote oder Citavi, Zotero, Mendeley. Das ist recht einfach. Wenn Sie einen Account bei NLM machen, können Sie es in Ihre eigene Kollektion oder Bibliografie speichern. Und was aber ganz toll ist, ist auch das Clipboard. Das heißt, wenn ich das hier klicke, dann erscheint hier ein Link und mir wird gesagt, dass diese Items, die ich jetzt angewählt habe, im Clipboard verfügbar sind. Und wenn ich da mal drauf gehe, dann sieht man, ah ja, 5 Resultate sind jetzt hier schön übersichtlich gespeichert. Ich kann mir die jetzt halt nochmal im Detail ansehen. Zum Beispiel könnte ich jetzt auf die Abstract-Ansicht wechseln, wo mir dann der volle Abstract angezeigt wird. Oder von hier aus schaue ich mir das nochmal an und entscheide dann, ob ich sie doch alle nach EndNote verschieben möchte. Und was ganz wichtig ist, diese Informationen im Clipboard, die bleiben für 8 Stunden dort bestehen. Das heißt, Sie können dann ruhig erstmal irgendetwas anderes machen und innerhalb von 8 Stunden zurückkommen und ja, daran weiterarbeiten. Ja, aber jetzt gehen wir mal zurück zur Suche. Bei der Suche ist es so, dass wir hier in der Advanced-Ansicht, war das jetzt zu schnell? Ich gehe vielleicht nochmal zurück. Also ich habe jetzt hier auf die Advanced-Seite geklickt. Die wird natürlich ausführlich im Advanced-Kurs beschrieben. Aber tatsächlich ist es für Sie ganz wichtig zu wissen, dass hier auch die Suchhistory verfügbar ist. Das heißt, Sie können sehen, was haben Sie heute schon alles gesucht, was haben Sie gemacht. Und wenn ich mir jetzt das ein bisschen genauer angucke, die Suche von vorhin, die ich durchgeführt habe, Neck Pain Massage Exercise, beziehungsweise das war die mit Filter, das ist die hier ohne Filter, dann sehen Sie, da hat PubMed eine ganze Menge an Dingen gemacht. Sie sehen hier unten im Detail, was passiert ist.
Neck Pain hat es abgeglichen. Es hat einen Mesh-Term dafür gefunden, der sich Neck Pain nennt. Und es hat Neck gesucht und Pain gesucht und die Kombination Neck Pain. Also hier keine großen Wortvarianten. Massage, das hatte ich ja bereits vorweggenommen. Da wurden alle möglichen, hier sind immer schon noch mehr geworden. Massager, Massagers, Massaging. Also das ist eine ganze Menge, was PubMed damit tatsächlich macht. Ja, das kann jetzt, im besten Fall ist das natürlich auch alles passend, was da gesucht wird und was PubMed damit macht. Im schlimmsten Fall sucht der vielleicht irgendetwas, was sie eigentlich gar nicht unbedingt haben wollten. Ja, vielleicht wird das durch die Kombination der verschiedenen Begriffe auch wieder relativiert. Aber es ist einfach gut zu wissen, wenn Sie jetzt halt eine komplexe Suche machen für zum Beispiel einen systematischen Review, dann ist so eine Suchanfrage nicht gut genug, weil dann die Maschine entscheidet, was passiert hier, was wird hier gesucht, und für einen systematischen Review sollen Sie entscheiden, was gesucht wird. Deshalb, wie man so eine Suche aufbaut, das kommt dann im fortgeschrittenen Kurs. Und für einfache Suchen ist diese Anfrage aber völlig ausreichend. Nichtsdestotrotz können Sie so eine Suche natürlich trotzdem noch ein bisschen besser gestalten. Ich switche nochmal zurück zur Präsentation. Und damit ich Ihnen erklären kann, wie Sie das jetzt besser gestalten können mit der Suche, sage ich erstmal was zur Präzision und Sensitivität. Stellen Sie sich vor, das alles ist die Medizinliteratur zu Ihrem, oder das alles ist die Medizinliteratur und diese mintgrünen Artikel, das sind die Artikel, die relevant sind, um Ihre Frage zu beantworten. Und damit Sie die finden können, gehen Sie zum Beispiel auf PubMed. Und PubMed hat von der gesamten Medizinliteratur natürlich auch nur einen bestimmten Teil. Und um diesen Teil zu finden, machen Sie eine Suche. Und Ihre Suche, egal wie gut sie ist, wird wahrscheinlich auch nochmal nur einen Teil finden. Sie wollen ja nicht das gesamte PubMed durchsuchen, sondern Sie möchten ja möglichst das runterbrechen auf das Relevanteste. Und wie viel das ist, wie viel das Relevanteste ist, das ist natürlich schwer zu sagen. Und alles, was wir machen können, ist entscheiden, ob wir unsere Suche so gestalten, dass wir spezifisch und eng suchen. Das heißt, wir erhalten wenige Treffer und von den, also in diesen wenigen Treffern sind dann aber auch ein paar von denen relevanten, die wir haben wollen. Aber es sind ganz wenige nur von denen, die wir nicht als relevant erachten. Das heißt, wir haben hier eine sehr präzise Suche. Der Nachteil davon ist natürlich, wir übersehen auch einiges. Demgegenüber steht dann die Sensitivität, also die sensitive Suche. Die ist vollständig, die zielt darauf ab, möglichst alles zu finden. Ja, das tut sie wahrscheinlich auch. Sie findet auch fast alles. Ja, nicht, vielleicht nicht alles, aber fast alles. Und das Problem dabei ist allerdings, dass hier sehr viel gefunden wird, was wir eigentlich gar nicht finden wollten. Das nennen wir Noise. Es ist also viel Noise dabei. Und wie man jetzt entscheidet, wann man was macht, das hängt natürlich auch ein bisschen von Ihrem Setting ab. Also zum Beispiel sucht man auf eine präzise Art und Weise eher im Klinikalltag, ja, einfache Suchen zwischendurch. Vielleicht auch für eine Hintergrundrecherche, wenn Sie sagen, naja, ich brauche noch ein paar Referenzen für meine Einleitung, zum Beispiel bei der Masterarbeit. Und die Sensitivität, also die sensitive Suche, die brauchen wir vor allen Dingen oder absoluterweise bei systematischen Reviews, aber auch Health Technologies Assessments, optimalerweise auch für Guidelines. Genau, weil man da darauf abzielt, möglichst alles zu finden.
Effektiv bedeutet das für Sie, dass Sie einfach mal verschiedene Strategien ausprobieren. Das heißt, Sie suchen auf eine Art und Weise, dann ändern Sie die Suche ein bisschen ab, suchen wieder, schauen, wie verändert sich meine Suche, was passiert da, werden es mehr oder weniger Treffer und entscheiden dann am Ende, wenn Sie ein paar Suchen gemacht haben, welche von den Suchen wohl am besten zu dem passt, was Sie jetzt benötigen. Man kann natürlich an diesen Stellschrauben auch drehen. Die Präzision, wenn man die erhöhen will, also weniger Resultate finden möchte, dann könnte man einfach präzisere Begriffe eingeben. Und Sie sehen hier die Sensitivität, um die zu erhöhen, also mehr Resultate zu finden. Da macht man immer so ein bisschen das Gegenteil von dem, was man macht, wenn man die Präzision erhöhen möchte. Das heißt, wir haben hier einmal präzise Begriffe versus allgemeine Begriffe, also zum Beispiel allgemein wäre einfach nur Diabetes einzugeben und spezifisch ist, wenn man dann eingibt, Diabetes mellitus Typ 2. Oder sensitiv ist es, Pain einzugeben, während es präziser ist, Pain Reduction einzugeben. Mit den Synonymen ist es dann ähnlich. Ich kann mehr Resultate finden, wenn ich viele Synonyme eingebe und Wortvariationen. Und wenn ich präzise sein möchte, dann versuche ich, weniger Synonyme einzugeben und weniger Wortvariationen. Und mir zu überlegen, welches ist das Wort, das wohl am häufigsten verwendet wird. Filter setzen, natürlich, das macht am meisten Sinn, wenn man sehr präzise sein möchte. Filter haben, vor allem die eingebauten Filter von PubMed, haben zum Teil, sie sind auf Indexierung basierend, das heißt, es geht viel verloren, was nicht oder nicht richtig indexiert ist, was aber, wie gesagt, eigentlich optimal ist, wenn Sie jetzt eine schnelle, einfache Suche durchführen wollen. Und natürlich auch, wonach suchen Sie denn? Wenn Sie Ihre PICO-Frage am Anfang aufgebaut haben, dann ist es sehr präzise, wenn Sie alle Aspekte von PICO irgendwie eingeben, sofern Sie sich eingeben lassen, auf eine sinnvolle Art und Weise. Und Sie können hier die Sensitivität wieder etwas erhöhen, indem Sie zum Beispiel nur Teile davon suchen. Also vielleicht nur die Population und die Intervention. Ich hatte das bereits, glaube ich, im Teil 1 erwähnt, dass gerade sowas wie die Outcomes etwas schwierig sein kann, weil der Abstract eines Artikels oft nach Journal-Vorgaben nur zum Beispiel 200, 250 Worte lang sein darf und da die Autoren schon gut überlegen müssen, welche Informationen sie rüberbringen können auf so wenige Worte. Und an manchen Secondary Outcomes bleibt es dann halt leider auch oft hängen, vor allem wenn das Outcome zum Beispiel nicht signifikant gewesen ist. Deshalb lohnt es sich oft, das Outcome vielleicht wegzulassen, um erstmal mehr Sensitivität zu bekommen. Oder auch die Kontrolle, wenn es sich zum Beispiel um Standard of Care handelt, dass man dann nicht irgendwie versucht, verschiedene Arten von Standard of Care zu formulieren, sondern einfach das weglässt, weil es unglaublich schwierig ist, in Worte zu fassen. Genau, da sind natürlich Ihrer Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Deshalb nochmal der Hinweis, einfach ausprobieren, dokumentieren und nachher entscheiden, was passt jetzt wirklich am besten. Kommen wir nochmal zurück zu dem Beispiel aus Teil 1. Wir hatten die PICO-Frage formuliert. Bei erwachsenen Menschen mit Meniskusriss ist Physiotherapie oder arthroskopische Meniskusteilresektion besser, um den Schmerz zu reduzieren und die Lebensqualität zu erhöhen. Ich habe jetzt hier mal eine Beispielsuche mit den ganzen PICO-Aspekten gemacht, die wir in Teil 1 formuliert haben. Da wäre einmal der Meniskus-Tear, Physiotherapy, Arthroscopic Meniscal Resection, Pain Reduction und Quality of Life. Wenn ich die jetzt halt alle nacheinander weg so eingebe, dann kriege ich 0 Treffer. Ich glaube, ich gebe das jetzt einfach nochmal schnell hier in PubMed ein.
das ist dieser Suchstring, den ich eben genannt habe. Ich mache hier noch etwas, ein tolles Feature vom neuen PubMed. Ich adde das zur History, das heißt, ich gehe nicht zurück zur Resultate-Seite, sondern bleibe hier und kann mir gleich angucken, was da passiert ist. Und Sie sehen, da ist eine ganze Menge Sachen passiert und das kann man sich jetzt im Detail anschauen und überlegen, passt das oder passt das nicht? Und kann sich dann überlegen, was verändert man? Und in diesem Fall habe ich einfach mal am Outcome gespielt. Das heißt, ich habe statt Pain Reduction nur noch Pain gesucht und Quality of Life habe ich erstmal weggelassen, weil ich sage, okay, vielleicht reicht es mir erstmal, wenn ich Studien finde zu Pain. Kann ich immer noch gucken, ob dort Quality of Life drin vorkommt. Eben für einen systematischen Review wäre das kein korrektes Vorgehen, aber für eine schnelle Suche ist das sicherlich sinnvoll. Und Sie sehen, die Anzahl an Hits hat sich gleich von 0 auf 30 erhöht. Und wenn ich jetzt dort eigentlich nur noch den Filter ergänze, Systematic Reviews, dann reduziert sich es wieder von 30 auf 4. Das heißt, ich habe jetzt 4 Studien, die zu dieser sehr spezifischen Suchanfrage passen und die Übersichtsarbeiten, also Systematic Reviews sind. Das heißt, mir möglichst schon viel Informationen zusammengefasst darbieten. Und wenn man jetzt diese Sensitivität noch weiter erhöhen möchte, das heißt, man möchte vielleicht sagen, ja gut, 4 Systematic Reviews, man hat sich die vielleicht angeschaut und denkt sich, die passen aber noch nicht ganz, irgendwie fehlt noch was, dann kann man natürlich auch diese Suche verändern, zum Beispiel Synonyme ergänzen. Und das, Sie erinnern sich an Teil 1, da haben wir die Boolschen Operatoren besprochen. Sie sehen jetzt hier, wenn man ich habe am Anfang gesagt, wenn man AND und OR beides benutzt, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man die Klammern richtig setzt. Das ist ein bisschen wie in der Mathematik mit Mal und Plus. Da müssen auch Klammern gesetzt werden, damit das Richtige multipliziert oder addiert wird. Und das ist hier ganz genauso. Das heißt, um den Block Meniskus-Tear habe ich Klammern gesetzt und ich habe die Synonyme Meniscus Tear und Meniscal Tear mit OR verknüpft. Das gleiche mit der Physiotherapie, Klammern gesetzt und dann Physiotherapy or Physical Therapy or Manual Therapy or. Und dann wieder AND und der Teil zur arthroskopischen Teilresektion, auch hier wieder die Klammern, arthroscopic partial meniscectomy or arthroscopic meniscal resection and pain. Hier jetzt natürlich keine Klammern, ich habe kein Synonym dafür gewählt. Man könnte natürlich auch or agony oder so etwas schreiben, aber ich habe dann entschieden, pain ist jetzt das spezifischste Wort, das eigentlich auch so immer benutzt wird und deshalb passt es so. Genau, und weil es nur ein Wort ist, hier keine Klammer notwendig. Und Sie sehen, wenn man nur das hier sucht, dann erhöht sich die Anzahl an Hits wieder auf 48. Das heißt, ich finde 18 mehr als vorher ohne diese Synonyme. Und wenn ich dann den Filter für Systematic Reviews wieder aktiviere, dann finde ich statt 4 8 systematische Reviews. Und da ist dann vielleicht schon eher etwas dabei, was ich verwenden kann, um auf die Schnelle meiner Patientin oder wem auch immer zu helfen. Dann noch ein Hinweis zur Suche. Das hier oben ist die Suche, wie wir sie gerade eingegeben haben, also das hier quasi. Wenn ich das so copy und paste in PubMed, dann wird mir das hier zurückgegeben. Sorry, das ist natürlich nicht exakt die gleiche Suche, aber das Prinzip ist das gleiche. Das ist jetzt eine Suche zu Diabetes und wir nennen das einzeilige Suche. Ja, das ist eine One-Line-Search und das kommt auf das Gleiche hinaus, wie wenn Sie jeden Pico-Aspekt einzeln eingeben.
Ja, hier dieser Diabetes-Aspekt, was hier in Klammern ist, ist einmal hier der zweite Pico-Aspekt, das ist Adiposity, das ist hier und so weiter. Und wenn ich diese alle einzeln eingebe und danach mit AND verknüpfe, dann kommt genau das Gleiche raus. Das ist also Einzelsuchen, die ich hinterher kombiniere, sind gleich, wie wenn ich gleich von vornherein eine einzeilige Suche mache. Das eine ist jetzt nicht besser oder schlechter als das andere. Probieren Sie es aus, was Ihnen mehr liegt, wenn Sie vielleicht mit den Klammern Schwierigkeiten haben. Hier müsste man die Klammern theoretisch nicht setzen. Das macht PubMed dann alleine für einen. Eben wenn man sich am Anfang nicht ganz sicher ist, dann hilft es vielleicht, wenn man das so aufbaut und man kann dann auch hier schön kombinieren und was ich bei der Slide gesagt habe, über die Präzision und Sensitivität erhöhen oder senken. Da kann man dann wunderbar auch einzelne Aspekte der Pico-Frage einfach mal weglassen und gucken, wie sich die Anzahl der Treffer verändert. Ja, dann haben wir noch das Critical Appraisal zum Schluss. Was ist das? Das ist die kritische Qualitätsbewertung. Das ist sehr, sehr wichtig, dass Sie nicht einfach nur die Ergebnisse sich anschauen auf dem Titel und dem Abstract und entscheiden, ach ja, das klingt gut, die sagen, das hilft, deshalb hilft das jetzt und das dann auch so formulieren. Es ist wichtig, dass Sie sich diese Artikel ganz genau anschauen, dass Sie den Volltext dazu lesen und kritisch hinterfragen, ob die Studie wirklich das aussagt, was sie behauptet auszusagen und ob ihr Vertrauen in diese Studienergebnisse wirklich gegeben sind. Zum Beispiel können Sie sich dann angucken, waren die Ergebnisse valide? Das heißt, waren die Ziele klar beschrieben? Waren die Methoden adäquat gewählt? Wenn jetzt zum Beispiel eine Studie sich anschaut, wie ist denn irgendeine neue Pille zur Langlebigkeit und in der Interventionsgruppe wurden gesunde alte Menschen untersucht und in der Kontrolle kranke alten Menschen. Das nennt sich Selection Bias. Das heißt, eigentlich wurde nicht wirklich gemessen, was gemessen werden sollte, weil ja die einen mit den anderen gar nicht vergleichbar waren. Sind die Ergebnisse vertrauenswürdig oder gibt es dort Bias, irgendein Potenzial für Verzerrung? Sind die Ergebnisse klar beschrieben? Wurde die richtige Art der Datenanalyse gewählt? Das ist sehr wichtig. Stellen Sie sich vor, es ist eine randomisiert kontrollierte Studie und Intervention ist eine neue Pille versus Placebo, aber die Patienten wussten, ob sie die Pille oder das Placebo nehmen, dann ist natürlich die Frage, inwiefern haben die sich dann anders verhalten oder inwiefern ist das Outcome vielleicht in Abhängigkeit davon, dass sie das wussten. Ja, das ist dann auch eine Form von Bias. Und auch zur Relevanz ist es natürlich wichtig zu schauen, wurden denn alle relevanten Outcomes gemessen? Ja, zum Beispiel Patient-Relevant Outcomes, wurden die gemessen? Quality of Life ist so ein Patient-Relevant Outcomes oft. Und die Frage, können diese Ergebnisse auf andere Settings übertragen werden? Ganz wichtig jetzt in unserem Beispiel zum Beispiel, vom Anfang, wir hatten ja die Frage nach der Behandlung von Meniskusrissen, wenn Sie eine Studie gefunden haben, in der aber nur junge Sportler eingeschlossen worden sind, dann müssen Sie sich die Frage stellen, ob jetzt diese Ergebnisse wirklich übertragbar sind auf Ihre ältere Patientin, die sicherlich nicht so sportlich ist. Genau. Das nur so als Anmerkung. Wenn Sie sich das noch ein bisschen genauer anschauen möchten, gibt es natürlich verschiedenste YouTube-Videos. Und hier eine kleine Übersicht über verschiedene Tools, die verwendet werden können zum Critical Appraisal. Und wenn Sie noch ein bisschen mehr wissen wollen, das ist jetzt total eine Seiteninformation, aber über wie man denn dann die ganzen Zahlen versteht und interpretiert, ist hier auch nochmal ein ganz netter Link zum Einstieg.
Damit kommen wir zum Ende. Nochmal kurz die Zusammenfassung. Fangen Sie einfach an, einfach mal loslegen, es ist egal, fangen Sie mit Google an und je mehr Sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, desto leichter wird es Ihnen fallen. Wichtig ist, schreiben Sie sich auf, was Sie gemacht haben, wo Sie gesucht haben. Denken Sie daran, wenn Sie boolsche Kombinationen machen, die AND und OR beinhalten, dass Sie dann unbedingt Klammern setzen. Und natürlich, PubMed ist nicht die einzigste Quelle. Es ist wichtig, auch andere Quellen heranzuziehen als nur PubMed, vor allem jetzt zum Beispiel für Ihre Masterarbeit. Und bitte, bitte hinterfragen Sie die Ergebnisse immer kritisch. Und je mehr Zeit Sie sich nehmen jetzt für diese ersten Schritte, desto einfacher wird es Ihnen hinten nachfallen, Ihre Arbeit einfach nur noch zu schreiben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.